Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier heute einfach mal am Start mit Kevin, dem Ei. Moin Moin. Hallo, da bin ich. Genau, Freunde. Und heute gibt es auf jeden Fall ein richtig, richtig witziges Video, denn wir machen heute ein Brawl Stars Wer bin ich? Und zwar geht es eben dabei um Folgendes. Es gibt insgesamt ja schon 58 Brawler in Brawl Stars. Wir müssten uns jeweils einen Brawler zuweisen, den der andere mit Ja- oder Nein-Fragen erraten muss. Zum Beispiel, bin ich ein Tank oder ne, kann ich weit schießen? Und dann müssen wir so quasi auf den Brawler kommen. Immer der, der es schafft, früher den Brawler zu erraten, bekommt den Punkt. Aber, Kevin, ich habe mir auch ein paar extra Regeln ausgedacht, damit es nicht zu einfach wird. Hey, Jemine, ja? Was sind die extra Regeln? Genau, Freunde. Und zwar einmal, man darf nicht nach der Seltenheit fragen. Ich finde das immer ein bisschen zu einfach, wenn man so fragt, yo, bin ich ein Meilenstein-Brawler? Und dann weiß man schon, es können nur so 10 Stück sein. Genau. Mhm. Das darf man nicht fragen. Und man darf nicht das Erscheinungsdatum sozusagen des Brawlers fragen. Also man muss wirklich am Aussehen des Brawlers oder halt an den Fähigkeiten des Brawlers den erraten. Ja, ich würde sagen, Leute, ihr könnt auch gerne mitraten. Wir werden aber natürlich kurz den Brawler zeigen, der andere ist. Okay, also Leute, ich habe mich auch entschieden. Kevin ist dieser Brawler. Kannst du dir auch mal kurz zeigen? Okay, Lukas ist dieser Brawler hier. Genau. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall wieder schauen, falls ihr den mitraten wollt. Und ich würde sagen, komm, du bist der Gast. Du darfst mal anfangen mit den Fragen. Darf ich so dieses Brawl-Menü mir angucken? Nee, ne? Nein. Du musst auch ein Brawl-TV. Okay. Also das wäre sonst... Ach so, ein Brawl-TV, okay. Warte mal, also ich soll anfangen mit der Frage. Ja. Bin ich männlich? Ja. Okay. Dann darf ich weiterfragen, wenn ja ist, ne? Genau, wenn man ja hat, dann darf man weiterfragen. Bin ich ein Roboter? Ja. Lol. Okay. Wie fragt man jetzt da weiter? Habe ich eine richtige Waffe? Also was meinst du jetzt genau richtige Waffe? Weil so. Ja, also so zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Barley hat für mich keine richtige Waffe, der hat so eine Flasche halt. Für mich eine richtige Waffe hat zum Beispiel Rico. Ah, okay. Oder 8-Bit. Würde ich sagen, nein. Okay, bin ich männlich? Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Nein, bist du nicht. Was? Okay. bin ich Barley? Nein. Hä? Okay, also okay. Ich bin... Ja. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich ein Roboter? Nee. Bin ich Surge? Nein. Ey, Mann! Mir fallen gar nicht so viele Roboter ein, die keine Waffe haben. Ja, siehst du mal. Hättest vielleicht nicht die Frage stellen sollen. Okay, du bist dran. Bin ich menschlich? Ja. Bin ich ein Brawler, der eine höhere Reichweite hat? Ja. Bin ich ein Brawler, der relativ gut Schaden macht auf Distanz? Also der schon gut Schaden macht? Nein. Habe ich eine große Reichweite von Schüssen? Ja. Was heißt das? Ja. Stu hat zum Beispiel eine, finde ich, geringe Reichweite. Der hat ja auch keine Waffe zum Beispiel. Ne? Bin ich so ein böser Brawler? Nein. Bin ich ein Brawler, der schon bereits andere Brawler im Trio hat? Ja. Bin ich als Brawler eher ein jüngerer Brawler? Also zum Beispiel wie Jesse oder Penny, also halt eher so jünger. Ja. Bin ich auch ein eher kleinerer Brawler? Ja. Hab ich eine Ulti, die etwas setzt? Zum Beispiel ein Geschütz oder eine Brutstation? Nein. Wenn ich meine Ulti platziere, oder wenn ich meine Ulti mache, habe ich dann so ein Turret oder irgendwie sowas? Nein. Dann. Ich könnte auch Mag sein. Okay. Verlangsamt meine Ulti Gegner. Nee, wenn ich meine Ulti mache, verändert sich mein Brawler da extrem? Nein. Bitte? Bin ich Mag? Wer ist das? Ja, bin ich Mac oder nicht? Ja, bist du! Let's go!
Alter. Mann, ey. Bin ich Karl? Nee. Soll ich es auflösen? Wer bin ich? Ja, sag. Ja, meiner Meinung nach hattest du schon eine ganz gute Reichweite. Was? Aber Stu hat doch nicht so eine gute Reichweite. Naja, also ich dachte halt, ob du Nahkämpfer oder so Distanzkämpfer halt meinst. Ich würde Stu ja, sagen, ist schon so eher Distanzkämpfer noch. Ja, den habe ich ja quasi dann aus meiner Liste rausgestrichen. Ja, weil das habe ich ja nicht halt verstanden, warum du das gemacht hast. Hä? Aber für mich ist so ein Brawler mit so einer Ja-Reichweite halt so Piper oder Bee oder so, oder Bell oder Rico oder Stu's, finde ich, also ich eher so näher dran. Ich gehe mal kurz auf Stu. Ja. Ich probiere den mal so kurz aus. Also ich weiß, ich finde schon, dass der eigentlich schon eine gute Reichweite so hat. Also ich zeig dir das. Lol, mal. Bei ihm steht auch als Reichweite hoch tatsächlich, ja, ja. Sehe ich gerade. Probier mal ihn aus in der Trainingshütte und zieh mal. Also der hat schon echt eine gute Reichweite. Siehst du lol. Das? Nee, ich hätte halt Stu da eher nicht so zugeordnet, aber ich spiele ihn auch nicht so oft. Aber LOL? Der hat eine gute Reichweite. Ja, okay, dann Leute, es steht auf jeden Fall 1-0 für mich. Sehr geil. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Kevin, du suchst jetzt wieder einen Brawler aus für mich und ich such dir einen aus für dich. So, okay, ja, bin wieder da. Also Brawler aussuchen, ne? Ja. Okay, ich habe einen für dich. Ja, ich habe auch einen. Okay, kannst du mal zeigen dann? Ja, das ist Lukas. Okay, das ist Kevin, Leute. Okay, dann würde ich sagen, eben hast du angefangen, jetzt darf ich anfangen. Bin ich weiblich? Nee. Junge. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich ein jüngerer Brawler? Das ist halt Ansichtssache. Ja, keine Ahnung, würdest du sagen, dass dieser Brawler zum Beispiel mit Jesse befreundet ist? Als so eine Frage. Vom Alter her. Ist das deine Frage? Ja, ist meine Frage dann. Nein. Okay, gut, weil dann ist für mich der Brawler älter. Okay, bin ich männlich? Mhm. Bin ich menschlich? Mhm. Bin ich menschlich? Ja. Habe ich eine hohe Reichweite? Kevin. Ja. Also, ja, ja. Ja. Ist meine Ulti ein Turret? Nein. Bin ich ein Roboter? Ja. Habe ich eine eher höhere Reichweite? Ja. Habe ich eine Waffe in der Hand? Nein. Ah, okay. Ist dieser Brawler in einem Trio? Ja. Ne! Was denn jetzt? Ja. Ja oder nein? Ja. Ja? Ja, okay. Wenn ich meine Ulti mache, verändert sich der Brawler da vom Aussehen sehr? Nein! Ja. Okay, ich weiß, wer ich bin. Bin ich ein Brawler, der eine tiefe Stimme hat? Nee. Oh, okay. Bin ich Janette? Nein. Hä? Warum? Okay, ich mach weiter. Junge, Kevin direkt haut da schon raus, wirklich. Mann, ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl. Ja, das war falsch. Bin ich ein beliebter Brawler, den viele gerne spielen? Nein. Oh, echt? Das kann man mal schnell. Bin ich ein beliebter Brawler bei Lev? bei Lev? Ja. Ja, dann würde ich sagen, nein. Bin ich ein Brawler, der in der Meta aktuell stark ist? Hä? Nein. Bin ich Bell? Nein. Hä? Ich muss Bell sein. Bin ich Bell? Ja, nein, du bist nicht Bell. Okay, also meine Frage ist, bin ich ein Werfer? Nee. Würde man meinem Brawler einen Kopfgeldjagd auswählen, wenn die Map passt? Boah. Oh, warte mal, es gibt Amber noch. Bin ich ein Feuer-Brawler? Also was ist jetzt deine Frage, ob du Feuer-Brawler bist? Ja. Nein. Mann! Wieso bin ich nicht Amber, Mann? Du hast, glaube ich, auch den Brawler. Okay. Warte. Ich bin in einem bekannten Trio. Ich glaube ja.
Habe ich irgendwas mit Kälte zu tun? Ja. Ah, bin ich Lu? Ja. Ah, let's go. Oh mein Gott, ich dachte, du hast Lu nicht auf dem Schirm. Mann. Let's go, Leute. 2-0. Komm, du darfst noch ein paar Mal raten. Nee, ich weiß nicht. Wir gehen die weiblichen Brawler aus. Okay, Leute. Also, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, Melone größer als Ei. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. Und damit ciao, ciao. Tschüss.